Wir fangen mal mit das hier an, oder? Böse Nachtgeschichten. Böse Nachtgeschichten, Julian Bam. Really? Musst du hier reinfurzen? Wer war noch mal für Proviant zuständig? Du! Ich war gar... Ich hab so eine Lusche. Ja, ich bin Julian Bam, ich kann nicht mal Proviant machen. Mama! Das ist mir zu gruselig. Lass mal irgendwie ablenken. Mit einer Horrorgeschichte. Perfekt. Mit einer Horrorgeschichte. Die Geschichte heißt Das Mädchen der Verdammnis. Oh, Stacy, ich liebe dich. Oh, Stacy, ich liebe dich auch. Achso, ich dachte schon. Geil. Das ist Carina. Cindy. Wir heißen Sonja. Begrüßt eure neue Schwester Sonja. Oh shit, Bro. Digga, da krieg ich sogar Angst. Oh, so gut. Einfach so on point. Wann gibt's wieder was zu essen? Stopp, es reicht. Ich gehe jetzt erstmal 3 Jahre zum Kiosk Kippen kaufen. Mama, bist du schon wieder weg? 3 Kinder sind mir einfach zu viel. Ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Viel Spaß! Okay, weißt du was? Wir behalten die echt gut im Auge. Ja, weil die ist echt gut. Okay, wie ist das? Ist das andere? Ich glaube, das andere, oder? Das andere, glaube ich. Weg. Siehst du sie? Nein. Digga, da krieg ich sogar einen Schreck, ey. Was war das für? Ich frag mich nur, wessen Zuhause das ist. Aha, reiten. Digga, da krieg ich sogar Angst, obwohl das noch nicht mal ein Horrorfilm ist. Jesus Christ. Wir müssen Oma anrufen. Diese Jumpscares, die auf einmal so dieses, das scared mich einfach nur. Kann uns Fiffstäbchen machen. Oh ja, und Fiffstäbchen. Wow. Ja. Was ist los? Das Telefon ist tot. Oh. Hä? Hallo? Sorry, verschluckt. Mein Name ist Thorsten Mittig von der Telefongesellschaft. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben, dass die Telefone in den nächsten Stunden immer mal wieder nicht gehen. Möglicherweise dann, wenn Sie sie am meisten brauchen können. Nur damit Sie Bescheid wissen. Das ist doch bei denen im Büro voll gut gemacht. Voll gut inszeniert. Wiederhören. Warte mal, war da gerade eine Hand? Hier meist rechts. Dann, wenn Sie sie am meisten brauchen können. Das irgendwie den Bildschirm so von der Seite rauszieht. Nur damit Sie Bescheid wissen. Wiederhören. Da. Auge, Chat. Adlerauge. Egal, reingeguckt. Das ist ja seltsam. Was ist los? Was ist los? Sie ist hinter mir, oder? Sie ist vor dir. Hä? Was? Okay, diesmal dürfen wir sie wirklich nicht aus den Augen. Okay, sie ist weg. Okay, ich geh schlafen. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Ey, das ist einfach zu Gold. Das ist einfach zu Gold. Einfach zu Gold.
du bist. Das war ein Fehler. Ja, komm, komm, komm. Voll in die Fresse. Silberlöffel. Vielleicht Gold. Gold. Was ist das? Plutonio. Radioaktiv. Tiefkühlpizza. Plutonio. Barbie? Das ist keine adäquate Schönheit in der Aufführung, Mädchen! Doch! Nee, okay, du hast recht. Verdammt. Oh nee, bitte nicht. Du musst kotzen! Du musst kotzen! Bitte nicht. Besser? Besser. Jetzt wieder im Bett. Choc Giselle, Alter, Choc Giselle. Ich glaube, ich weiß, was da hilft. Mhm. Super Saturday Girls Makeover Evening Day! Siehst du, zusammen ist doch viel schöner, okay, sie ist weg. Mann, was machen wir jetzt? Oh, pass mal auf, ich wollte es gerade sagen. Das ist ungefähr ein Drittel vorbei, das sind drei Personen. Das heißt, jeder erzählt eine Gruselgeschichte. Wir sollten uns vielleicht noch eine Gruselgeschichte erzählen, um uns abzulenken. Ja, du hast recht. Ich habe eine. Wir switchen. Okay. Wir switchen einfach. Okay. Okay. Meine Geschichte heißt das Geschenk der Verdammnis. Das Geschenk was? Das Geheimnis? Das Geschenk. Der Verdammnis! Der Verdammtnis? Was ist das denn? Puh. Ach, ich bin gar nicht eingeladen. War ich auch nie. Ach so, ja, weiß ich doch. Ich hatte eh was vor. Ja, viel Spaß euch noch. Oh, der Arme. Der arme John. Ist das ein Furzkissen? Oh, sag mir nicht, der wird real. Verdammnis? Ich hab keine Ahnung, was Verdammnis ist. Es wird dasselbe wieder. Wie bei dem Känguru. Jetzt haben wir es endlich. Hä? Dich habe ich doch weggeworfen. Und diesmal bleibst du weg. Ich verstehe es nicht. Was ist denn hier? Erschrocken, ey. Auch gerne, wenn das Schönheit der Gegend ist. Ist das Juice Wohnung? Nee, das ist nicht Juice Wohnung, oder? Ich glaube nicht, dass es Juice Wohnung ist. Paranormale Ermittler? Mhm. Sie sind 30 Minuten entfernt. Wir sind in 10 Minuten da. Ja, Claudia, ich ruf dich später wieder an. Ich dich auch. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, Jonas. Ich heiße John. Richtig. Wir mussten sicher gehen, dass sie die Wahrheit sagen. Nur der echte John konnte das wissen. Dann schildern Sie uns mal den Sachverhalt. Ich wollte meiner Nichte eine Puppe schenken. Eine pinke Stoffpuppe aus Japan. Aber irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Ich habe sie ganz sicher weggeworfen, aber sie taucht immer wieder auf. Ich glaube, auf dieser Puppe lastet ein Fluch. Auch eins? Sind Sie die Richtigen dafür? Wir sollten uns aufsplitten. Wieso? Sie gehen raus und untersuchen die äußeren gruseligen Gegebenheiten. Ich gehe rauf und untersuche das gruselige Band. Wieso? Und ich gehe zum gruseligen Friedhof. Wieso? Hä? Wow.
Aha, wie der Wagen wackelt. Warum ist die Tür, by the way, so klein? Oder so schmal? Jo, Wasser läuft jetzt und alle trinken. Ja, Claudia? Ich kann grad nicht. Claudia, ich liebe dich. Das ist jetzt bei der Claudia. Scary. Oh jeez, ey. Das sind viele Geschichten. Gut, dass ich mir die nicht nachts zum Schlafen gehen anschaue, ey. Wahrscheinlich wäre ich da komplett schon dead. Jetzt kann ich erst recht nicht mehr pennen. Lass am besten noch eine Gruselgeschichte. Oh, ich kenne eine gute. Oh nein. Ey, die ist scary, die ist mega scary. Doch, tauschen wir wieder Plätze? Sehr gut, gefällt mir sehr gut bis jetzt. Die Geschichte trägt den Titel Die Ferienhütte. Der Verdammnis. Oh, halt doch deinen Maul. Scheiße, Mann. Fuck. War das ein Reh? Scheiße. Wie das Kennzeichen abgedeckt ist mit Laubblättern. Choc Güzel, ey. Oh, nein. Fuck, Mann! Lass das einfach abhauen! Ich fahr jetzt einfach, ja? Was? Mensch! Kannst du dich einfach abhauen? Bist du schuld? Fahr zurück, Mann! Okay, ich fahr zurück! Jetzt wird der Drew überfahren. Jo, nicht so schnell, nicht so schnell, Jo! Nicht so schnell, Mann! Digga, jeez! Oh mein Gott, wir haben Drew überfahren! Und scheiß Reh! Beruhige dich! Wir müssen dich begraben! Die Ferienhütte. Die hat einen Garten. Alter, das ist Drew! Und fucking Reh, dass wir begraben haben! Chill! Wir haben immer noch Urlaub. Okay. Urlaub. Hallo Jungs. Hier ist noch der Schlüssel für die Garage. Sonst alles gut? Tilly. Ja, machen Sie sich da mal keine Sorgen. Ja, genau. Fühlt euch frei. Macht euch einen schönen Urlaub. Oh, meine verrückte Hüfte. Danke. Tschö. Ach, noch was. Ihr dürft niemals etwas im Garten vergraben. Was? Im Garten? Im Garten? Was ist überhaupt im Garten? Der Boden ist verflucht. Fuck, was braucht ihr jetzt? Ey, chill mal. Wir haben immer noch Urlaub. Ich brauche frische. John ist einfach 1A genau der Typ, der einfach keinen Fick auf irgendetwas gibt. Einfach so, einfach die Zeit genießt. Ehrenmann. Luft. Fuck! Richtig, da war was. Was ist das? Jens hat doch einen Schlüssel mitgenommen. Einfach zu gut. Es ist einfach zu gut. Wir haben immer noch Urlaub. Siehst du, alles wie beim Alten. Ja, wir haben uns Sorgen gemacht. Sie haben sich fusioniert. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Jelle gewinnt.
Lecker, Vince. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir unseren Urlaub retten können. Haben die es selber vergraben? Yo, Digga. Vince Jerky. Jungs? Das pinke Spielzeug. Ach nee, doch nicht. Das ist... Reingeguckt? Das ist ein Teaser auf den nächsten Song. In 6 Tagen. Also nächste Woche, ihr Opfer. Einfach wieder ein Schockgesell-Video. Also das ist Qualität. Das ist Qualität, Chat. Genau das ist Qualität. Thank you.